Dies ist eine sogenannte Luftschutzlampe, produziert Anfang der 1940er Jahre von Osram. Diese Lampen wurden als Notbeleuchtung während der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Der Kolben ist komplett geschwärzt. Nur an der Unterseite gibt es eine kleine Öffnung mit ca. 2 bis 2,5 cm Durchmesser. Dieser ist zusätzlich gelb eingefärbt. Der Sinn dieser Lampen war, Licht ausschließlich nach unten abzugeben, um zu vermeiden, dass die Lampe durch seitliche Abstrahlung sichtbar ist. Dadurch soll bei Luftangriffen vermieden werden, dass Häuser aus der Luft bombardiert werden können. Die Lampe ist für die damaligen Verhältnisse für 220 Volt ausgelegt und hat eine elektrische Leistung von ungefähr 6 Watt. Im Vergleich zur heutigen LED-Beleuchtung ist sie extrem dunkel. So, ich schalte ein. Die Kamera kann es nicht richtig wiedergeben, aber so sehe dieser Raum hier mit dieser Lampe beleuchtet aus.